wir hatten über mehrere Jahre, hatten wir uns das Tablet vorgenommen und uns überlegt, wie man so ein Tablet, das ja eigentlich mehr so auf Medienkonsum ausgelegt ist, wie man das produktiv machen kann. Also die Idee, dass man jetzt nicht nur seine Videos drauf anguckt, seine Apps abspielt, sondern auch wirklich seine Hausaufgaben drauf macht, seine Arbeit drauf macht und so weiter. Das Interessante bei dem Surface Book ist, dass das Produkt startet als sehr leistungsstarker Laptop und dass man es dann, wenn man will, dass man den Bildschirm abtrennen kann, das Tablet abtrennen kann von der Basisstation und dann im Grunde hat man ein federleichtes 13,5 Zoll Tablet. Und wie sich das Tablet auf die Basis integriert, das funktioniert mit einem, wir nennen das Muscle Wire, das ist eine Nickel-Titan-Legierung, ein Stück Metall, das sich verkürzt, wenn man es unter Spannung setzt. Also wir haben beim Surface Book haben wir in der Basisstation, in der Base, da gibt es die Möglichkeit, eine separate Grafikkarte zu haben in dem Gerät. Und in dem Sinne, wenn man einen extra Grafikchip da hat, dann hat man natürlich einen sehr viel leistungsfähigeren Computer. Und mit diesem Scharnier, das über vier Drehpunkte sich ausrollt, haben wir es halt hinbekommen, dass wir das Gerät sehr viel leichter machen können. Und was dabei passiert ist, dass sich die Standfläche verlängert, weil sonst der Drehpunkt wäre dann festgelegt und man müsste die Basis immer schwerer machen. Das Touchpad unten, erstmal ist es sehr viel größer geworden. Der Grund, warum wir das Glas entwickelt haben, ist der Reibungskoeffizient. Das ist halt sehr samtig, dass man halt sehr, sehr präzise, dann haben wir einen Stift, der sich magnetisch oben auf die Kante integriert, den man halt mit sich herumtragen kann und dann hat das den Charakter von einem Clipboard, wie wir es nennen. Und das hat dann natürlich den Vorteil, dass man in dem Format das Produkt mit zu Meetings nehmen kann, dass man sehr einfach Leuten die digitalen Sachen zeigen kann. Da gibt es gewisse Szenarien, wo sich ein Clipboard wesentlich besser einsetzen lässt als ein Laptop. Ich glaube, das Surface Book wird ein Erfolg, weil es mit sehr viel Liebe und Hingabe zum Detail entwickelt wurde.